Hallo zusammen, heute möchte ich euch ein paar kleine Geschenkideen zeigen, die ich in letzter Zeit vorbereitet habe. Und zwar einmal dieses Tütchen. Das habe ich zum Geburtstag für eine liebe Kollegin gemacht. Und zwar habe ich das nach der Anleitung von Sammyfilm für diese Mini-Tütchen gemacht. Aber ich habe die Tüte in einem größeren Format gestaltet, und zwar aus einem 12x12-Inch Papier. Ja, dann habe ich oben noch ein bisschen verziert mit so einem Schleifenband und einer Dekoblüte, und dann habe ich noch ein kleines Schildchen mit Alles Liebe zum Geburtstag darauf platziert. Dann habe ich noch diesen kleinen Kalender umgestaltet und ein kleines Lesezeichen dazu gestaltet, was auch ganz einfach gestaltet ist. Und das habe ich dann in den Kalender reingelegt. Der Kalender an sich ist noch mit ein paar Stickern verziert. Ja, und das ist dann das erste Geschenk. Dann habe ich noch ein weiteres Geschenk, und zwar für ein Kind. Und zwar habe ich einmal diese Karte mit den Wackelaugen hergestellt. Ich habe die Geschenke natürlich schon verschenkt, da ich das Video erst im Nachhinein online stelle. Und ich kann sagen, die Karte ist sehr, sehr gut angekommen bei der Kleinen. Die Karte war fast interessanter als das Geschenk an sich. Ja, ich habe sie mit einem Stempelset, was ich bei einem Danny Preuß Überraschungsset dabei hatte, gestaltet und dann einfach mit Aquarellfarben angemalt. Dann habe ich noch diese kleine Box gestaltet. Da ist der Name der kleinen Maus drauf und ein paar Sticker, die ich mit Glossy Accents überzogen habe. Ja, und dann einfach so eine kleine Box aus Papier gefaltet, mit oben einem Sichtfenster. Da rein habe ich ein Taschentuch gelegt, einfach um das Ganze ein bisschen auszupolstern. Und dann habe ich noch ein zweites Taschentuch genommen und dort das auch noch da rein platziert. Und dann noch ein drittes Taschentuch, in das ich ein Loch geschnitten habe, in dem ich eine Kette befestigt habe. Und zwar habe ich an der Kette einen kleinen Charme mit einem Häschen dran befestigt und vier Perlen, die ich an einem Draht aufgefädelt habe und mit einem Biegering befestigt habe. Ja, das Ganze ziehe ich dann durch dieses Taschentuch, damit es ein bisschen Halt hat, das Ganze, weil ich in der Box einfach so das Fenster gelassen habe. Man kann da natürlich auch noch eine Klarsichtfolie drüber machen oder ja, eine Folie im Allgemeinen. Das habe ich jetzt aber weggelassen, weil es ja auch für ein kleines Kind ist und das ist dann ganz schön, wenn es das gleich herausnehmen kann, finde ich. Ja, ich wollte euch heute einfach mal so ein paar kleine Geschenkideen zeigen. Vielleicht habt ihr dadurch ja ein paar Inspirationen bekommen. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein etwas aufwendigeres Video, das ich auch schon vorbereite. Und ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!